Willkommen zu einer weiteren Folge der Gerüchteküche, die wir aus Faulheit weiterhin einfach Gerüchteküche nennen. Wie immer habe ich die besten Gerüchte der Woche gesammelt und mir zusätzlich eins selbst ausgedacht. Und wer von euch errät, welches das Falsche ist, der bekommt von mir einen coolen Limerick, vielleicht als Kommentar oder sowas. Gerücht Nummer 1. Nintendo entwickelt ein Android-Tablet. Ob es dann auch Super Mario und Co. auf Android gibt, wage ich aber zu bezweifeln. Half-Life wurde 15 Jahre alt und Valve, die Entwickler vom ursprünglichen Spiel, haben zu diesem Anlass beschlossen, dass die bisher kostenlose Fan-Modifikation Black Mesa auch kostenpflichtig vertrieben werden darf. Vielleicht schon mit einer neuen Grafik-Engine? Gerücht Nummer 3. X-Men Zukunft ist Vergangenheit ist der zweitteuerste Film von 20th Century Fox. Also angeblich. Die genauen Kosten weiß man nicht, aber es sollen wohl über 200 Millionen Euro sein. Dollar sein. Ja, Dollar. Der teuerste Film ist und bleibt natürlich Avatar. Gerücht Nummer 4. Es geht um den Cast für Star Wars Episode 7. Und auf jeden Fall ist dabei R2-D2. Das ist ein Fakt, kein Gerücht. Aber außerdem sollen dabei sein Matt Smith aus Doctor Who und Jason Fleming aus X-Men First Class. Oder erste Entscheidung. Gerücht Nummer 5. Im nächsten Spider-Man-Film wird es ja den Bösewicht Elektro geben. Und jetzt haben wir vielleicht auch schon erfahren, wie der zu seinen Superkräften kommt. Und zwar bekommt er die von irgend so einem Kraftwerk, das von der Osborn Corporation gebaut wurde. Das Verrückte ist ja, dass in den Comics wird der Kerl von einem Blitz getroffen. Aber vielleicht ist das einfach die neue Interpretation der Drehbuchautoren. Gerücht Nummer 6 betrifft den Hobbit, allerdings nicht den bald startenden zweiten Film, sondern den dritten. Craig Parker wird wieder mit von der Partie sein und, das hat wohl keiner erwartet, eine große Rolle spielen. Ich bin glücklich! Gerücht Nummer 7 und damit komplettieren wir diese Folge auch schon wieder. Telltale Games, das sind die Entwickler von diesem großartigen Adventure The Walking Dead oder Tales of Monkey Island oder Sam & Max. Und die machen jetzt auch noch ein Spiel zu Game of Thrones. So, das war's auch schon wieder für diese Woche. Wie immer gilt, schreibt doch einfach per Kommentar, entweder auf Facebook oder auf YouTube, welches Gerücht ich mir selbst ausgedacht habe, sonst könnt ihr den Limerick nicht abstauben. Bis nächste Woche.